Herzlich willkommen zum ersten Wollo und Gornel Live Event. One-on-one am Stück gegeneinander. Beide Sichten für euch. Das ist quasi eine Weltpremiere. So was gab es vorher noch nie. Das gab es noch nie. Es gab noch nie ein Wollo und Gornel Official. Official. Louis Yu One-on-One Stream. Ich meine, gemacht haben wir das schon 17 Mal, aber. Nein. Das gab es noch nie. Ja. Würde ich sagen. Beginnen wir in 3, in 2, in 1. Los. Gornels Facecam ist immer so eingestellt, dass man nur ein Gesicht sieht. Und irgendwann geht Gornel so dicht dran, dass man nicht mal mehr das Gesicht sieht, sondern nur ein halbes Gesicht. Hey, nein, das stimmt doch, man sieht doch alles. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Cam positioniert. Ja, weiter weg. Ja, aber ich sehe ja nichts. Ich muss es ja so nah machen, weil ich ja blind bin. Deswegen ist der Bildschirm halt so 10 cm von meinem Gesicht entfernt. Also ich habe es mittlerweile so cool, dass ich ein Stativ habe, auf dem die Facecam ist. Und dieses Stativ steht noch hinter dem Monitor. Und geht da so drüber. Ja, damit ist das Stativ auch noch höher wie der Monitor. Tatsächlich, deutlich. Ja, damit mogelst du nicht. Damit mogel ich natürlich auch wie ein bisschen, ne? Deswegen sagen die Leute auch in letzter Zeit alle so, boah, du hast abgenommen? Nee, hab ich. Neuer Kamerawinkel. 20 Kilo leichter. Mit einem anderen Kamerawinkel hätte ich wahrscheinlich 40 Kilo abgenommen. Ein gesunder Herzinfarkt gehört einfach dazu. Ja, man muss ja mal alles mitgemacht haben, ne? Boah, ich habe so Angst vor meinem ersten Herzinfarkt, ne? Das ist kein Bild. Ach, du wirst keinen Herzinfarkt. Nein, werde ich nicht, ne? Nein. Warum denn? Warum denn? Ja, du bist aber jetzt schlank. Lange genug Scheiße gebaut, sodass es Hopf und Malz da auch verloren ist. So schnell kriegt man keinen Herzinfarkt. Ja, ist auch nicht, dass es schnell passiert ist. Da habe ich dann auch 10 Jahre drauf hingearbeitet, ne? Also, das ist jetzt nicht ruckezucke passiert. Doch, finde ich schon. Aber das Gute ist, du und Maeve müsst zuerst einkriegen. Nee, das stimmt. Das wäre unfair von der Welt und vom lieben Gott wäre es unfair, wenn ich vor euch beiden einen Herzinfarkt kriege. Das stimmt. Entsprechend warte ich erstmal, dass ihr einen kriegt und dann muss ich aufpassen. Dann ist der Tag, wo ich weiß, so in der nächsten Zeit kriegst du auch ein. Jetzt musst du langsam mal. Du bist ja viel älter als ich. Du bist Risikopatient. Hattest du nicht auch letztes Mal, dass du einen Herzinfarkt kriegst? Ja, man hat das auch immer mal zwischendrin, oder nicht? Völlig normal. Ja, mach mal eine 1 in den Chat, wenn ihr auch manchmal denkt, ihr kriegt einen Herzinfarkt. Luigi kennt's auch. Luigi ist ja auch angeblich fett, so wie ich das rausgehört habe letztens. Bin immer ganz Luigi? Erstaunt, wenn Leute ich denke, fett sind. Dass Luigi fett ist. Luigi GM, Zuschauer. Ach so. Stell mir halt immer alle dünn vor. Also eigentlich stelle ich mir euch alle mega dünn vor. Also so richtig krasse Lauchs stelle ich mir immer vor. So ne? Rico Dexters. Also ja, so richtige Rico Dexters, ja. So stelle ich mir euch vor. So richtig mega Lauch und super Nerds, Alter. So die richtig krassesten Nerds, die man sich vorstellen kann. Und super dir. So ist eigentlich immer meine Vorstellung. Und auf Fan-Treffen, muss ich gestehen, hat sich das auch schon des Öfteren bestätigt. Ich habe ein paar Bilder gesehen und ich muss sagen, also man sieht, dass ihr die Zielgruppe von Big Bang Theory seid. Als der hier Chuck Lorre das Drehbuch geschrieben hat, dachte er an euch. Da hat er wahrscheinlich so ein Bild von Wollos Fan-Treffen gesehen und dachte sich, I got an idea. Unsere Familie hat übrigens den Fuß in der Tür bei RTL 2. Insolvenz Boys ist nur noch eine Frage der Zeit. Unsere Familie hat Fuß in der Tür bei RTL 2? Warum? Ich wollte gerade sagen, wovon weiß ich nichts. Wegen Bonnie? Bestimmt wegen Bonnie. Was hat Bonnie gemacht? Bonnie hat ab nächstes Jahr eine Primetime-Sendung auf RTL 2 für ein Jahr. Laber nicht. Wer ist Bonnie? Das ist meine Cousine. Die hat in Köln so einen Kosmetikladen aufgemacht. Das ist die Hübsche? Das ist die Hübsche, ja. Die kriegt eine RTL 2-Sendung, so wie es aussieht. Ey, da muss ich hin. Da muss ich aber sowas von hin. Geh dir mal die Nägel machen. Nee, lass mir da auch irgendwas machen und dann ja, der macht dies und das, Streams und so. Und dann kann ich direkt mit dem Verantwortlichen reden. Ich hab hier so eine Idee, ne? Jo, wir werden nicht Stefan Rapp, wir werden Joko und Klaas von RTL 2. Das würde auch richtig gut passen, so vom Niveau her. Ja. Richtige abgewrackte Leute. Wollo versus Cornel, live im Fernsehen. Boah, ja, Mann. Wollo und Cornel gegen RTL 2. Ja, boah, wie geil wäre das, ey, mit den ganzen Trash-Promis und so. Oh Mann, das wäre mein Traum. Ich wäre so gern Z-Promi, ne? Einfach, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich wäre so gern mal auf irgendeiner Kackveranstaltung, da kommt da einfach Aaron Troschke und interviewt mich. Das ist so mein Lebenstraum. Ich wollte gerade sagen, wer ist Aaron Troschke, aber ja, ich weiß es. Hey, Aaron! Oh. Wir revolutionieren dann das Fernsehen. Danach hat jeder Vielleicht Fernsehen dann auch so eine neuen Live-Call-In-Sendung. Die würde ich gerne machen. Am besten waren ja diese neuen Live-Sendungen, wo dann die mal bei einer richtigen Antwort sich was ausgezogen hat. Alter, da war eine war ein bisschen geil mal. Fand ich ein bisschen geil. Da habe ich auch, also, ich sag mal so, ne, den kleinen Mann gewickelt habe ich da auch schon einige Male. Wir hatten ja nichts, ne? Man hatte ja nichts. Beurteilen uns nichts, wir hatten nichts. Weißt du, und dann guckst du einfach 3,5 Stunden neuen Live und die haben da irgendeinen Scheiß Rätsel. Und hoffst, dass da einer mal richtig antwortet, nur damit die hoffen, dass die einen Teil auszieht, ey. Weißt du, seit 3,5 Stunden hast du dein Ding in der Hand. Ne? Ich denke so, Bruder, warte doch kurz. Es ist gleich soweit, jetzt geh noch nicht.
Bleib! Wie viele Laienriegel hat Korn schon gegessen? Noch keine. Ich habe ja keine hier. Korn ist sehr unzufrieden aufgrund der Laiensituation, das kann ich euch sagen. Er sagt es schon vorhin, er hat nichts. Ich habe heute eine Amazon-Bestellung abgegeben. Ja, dann ist ja gut. Was ist eigentlich jetzt mit dem All You Can Donate Blisterlein und so? Ja, also wenn Korn jetzt einen Blister bestellt hat. Sollen wir das wirklich machen? Aber das Ding ist halt. Ist eben, ich weiß nicht, wie das Twitch-richtlinienmäßig ist. Ja, man kann auch einen Laien essen. Also Leute, folgendes, ne? Es ist so ein bisschen die Überlegung, ob Kornel sich ein Blister Laien hinstellt, also 32 Laien oder 24 Laien, keine Ahnung, was das ist. Das sind 24. 24 Laien und für jeden 20er als Donation ist Kornel ein Laien. Jetzt ist die Frage, wenn Kornel live im Stream 24 Laien ist, ist das ja wahrscheinlich sehr, sehr gesundheitsgefährdend und grenzwertig. Nein, ist das nicht. Ich habe mal geguckt, das sind 5000 Kalorien nur. Nur? Ja, das ist ja so ein Tag, an dem werde ich nicht viel anderes essen müssen. Und wie viel Zucker ist das? Das ist ja egal. Was wäre der Schokoriegel meiner Wahl, um einen Blister zu vernichten? Ich hätte jetzt, also jetzt ganz spontan, hätte ich Bock auf 24 Kinder-Countries. Das wäre geil. Alter, Kinder-Country ist auch ziemlich lecker, das oder? Ist ja komplett free, Alter. Da könnte ich, glaube ich, 50 von essen. Wahrscheinlich noch mehr. Ja, dann kauft ihr mal 50 Kinder-Country. Machen wir einen 10er pro Kinder-Country. Gib ihm. Chubby, du könntest ja mal den Twitch-Support anschreiben, wie das ist. Natürlich ist das erlaubt. Weiß ich nicht, ey. Was denken Sie, was passiert? Da kommt ein Twitch-Support und sagt dann, er isst einen Schokoriegel. Der wievielte war das heute? Alter. Wievielte war das heute? Ja, das wird wahrscheinlich überprüft, ne? Fleddy, gute Nachrichten. Wenn Kornel vorbeikommt, dann gehen wir ins Tennessee Mountain und Kornel versucht das Steak, das Giant XL Steak, was 80 Euro kostet. Das ist halt super, oder? Ja, aber wenn du es aufisst, ist es kostenlos. Das ist natürlich die Challenge. Und du wirst vorher und nachher, wiegt man dich. Da hoffe ich natürlich, dass die Waage dich überhaupt wiegen kann. Das ist die Frage. Natürlich filmen wir das. Was ist denn das für eine Frage? Das wird natürlich gefilmt. Als ob ich das nicht monetarisiere, Leute. Ja, aber weiß halt nicht, was jetzt heißt. Versuch das. Wie versuch das? Also du hast ein Zeitlimit, ne? Eine Stunde. Ja, das ist ja frei. Das ist ein 1,8 Kilo Steak mit einem knappen Kilo Beilage. Du musst alles essen. Ja, ist ja frei. Ist ja komplett frei, Leute. Wenn das dann so ist, zieht Korn erstmal dahin. Jeden Tag darf man das 2,8 Kilo fressen kann. Wie ist das eigentlich, wenn ich das schaffe? Darf ich am nächsten Tag nochmal kommen? Kriegt man ein Hausverbot? Also Jumbo Schreiner hat es nicht geschafft, genau. Jumbo Schreiner hat es schon versucht und nicht geschafft. Das ist ja auch ein Wannabe, Alter. Hashtag schlank sein wie Jumbo Schreiner. Das wär's. Ich habe auf Twitter letztens eine PN bekommen. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Fake-Account ist oder ob die das tatsächlich mit Leuten macht. Auf jeden Fall war das so eine Geldherrin, die hat mir hier so geschrieben, so, hallo, überweis mir jetzt Geld, du Sklave. Als ob. Wie viel hast du rübergeschickt? Ja, gar nichts. Ich habe ihr meine Insolvenzrechnung gezeigt und dann sagte sie, dass sie doch nicht mit mir zusammenarbeiten will. Den Schuldschein hat sie nicht bezahlt. Nee, keine Ahnung, ich stehe nicht auf sowas. So einfach mein Geld hergeben, ist nicht so mein... Also wenn jemand für mich Geldsklave sein möchte, ne? Ich kann Geldherr sein, das ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Die hat in ihrem Twitter-Profil sowas stehen von wegen, wer gefragt werden muss, um Geld zu schicken, der ist kein richtiger Sklave oder so. Oder der hat nichts verdient irgendwie. Es gibt sowas ja wirklich, glaube ich, oder? Ja, das gibt's wirklich. Also Männer sind auch komisch, ne? Also Männer sind komisch, ja. Also ich finde mich ja schon komisch, aber... Also. Weißt du, die Leute heulen rum, wenn man auf Füßen steht, ne? Ja. Da ist schon Alarm. Aber bei sowas, wieso? Das mache ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wirklich gibt. Doch, Colin, das gibt es. Wie, du kannst das nicht vorstellen? Es gibt auch Leute, die lassen sich gerne ankacken, okay? Also, das ist ein Punkt. Ne? Oder die drauf stehen, wenn man denen in den Mund kotzt. Oder was weiß ich. Also von daher... Ja, okay, das ist das ein halt Punkt. Überhaupt... Da ist Geld. Ja, aber einfach Geld weggeben und dann... Ich meine, ich könnte doch auch so eine Geldfrau sein, indem ich einfach mein Profil fake. Dann denken die, ja, dann mach doch. Dann weißt du nicht, was du hier noch machst. Warum du noch keine Geldherrin bist. Ich habe ja schon probiert zu rekrutieren letztens. Hab mit einer geredet und dann habe ich ihr gesagt, du wärst eine super ASMR-YouTuberin und Cam-Girl. Aber die hatte, glaube ich, keine Lust. Keine Lust, ASMR-YouTuberin zu werden? Was? Also manche Leute wollen auch kein Geld, ne? Nee, die studiert lieber. Ohne Spaß, du als Frau studieren. Wie kann man so dumm sein? Also wenn du hässlich bist, okay. Ja, kann ich aber verstehen. Aber wenn du eine hübsche Frau bist, machst deine erste Million in 3 Jahren so, verkauf Schlüpper, verkauf Socken, werd ASMR-YouTuberin und verkauf noch so halbnackte Sachen über so ein Patreon. Die erste Million kommt schneller, als du gucken kannst. Das ist halt echt so. Alter, ich verstehe das nicht, ey. Ich wäre so gerne eine Frau, ne? Also,
Oh Gott, ey. Ja, ist halt das Ding. Männer sind so doof und ihr könntet das so ausnutzen. Aber die meisten nutzen ja. Das nicht aus. Das ist krass. Männer sind so unfassbar benutzbar. Ja. Aber Männer sitzen viel mehr in Chefetagen. Ja, weil sie dumm sind und so viel arbeiten dafür. Alter, heutzutage müsst ihr einfach nur Model, ihr müsst einfach nur große Brüste haben. Ihr werdet seid schneller im Fernsehen, als ihr gucken könnt. Ich verstehe nicht, was eine richtige Einstellung damit zu tun hat. Dass du zum Beispiel, keine Ahnung, Socken verkaufst. Du trägst doch eh Socken. Ich würde meine Socken sofort verkaufen. Ja. Will jemand meine Socken kaufen? Hier, George Clooney hat meinem Interview gesagt, dass er jeden Tag frische Socken trägt. Und ihr könntet einfach, wenn ihr eure Socken verkauft, ein Leben wie George Clooney führen. So. Für deine Socke würde ich 50 Euro geben. Ist das so, Krieg, ja? Welche Größe wollt ihr? Ich trage immer 43 bis 46. Trägt jedermann, oder? Ich weiß nicht, was jedermann trägt, aber ich trage. Egal, wie groß sie sind. Guck mal, Wollo ist so klein, ich bin so groß, genau die gleiche Größe. Ich weiß nur, dass Ricky, glaube ich, 39 hat. Na, Quatsch. Doch, der hat ganz kleine Füße. Ach, der ist größer als... Der hat winzige Füße. Wie kann der denn dann stehen? Der fällt da rum. Weiß ich nicht. Kauft er seine Schuhe in der Kinderabteilung oder so? Weiß ich nicht. Deswegen hat Ricky immer so Schuhe an, die hinten an der Ferse leuchten, wenn er auftritt. Du hast uns noch gar nicht gesagt, was du alles gekauft hast. Ich habe einen Großeinkauf gemacht. Großeinkauf? Ja, aber ich habe eine Sache tatsächlich noch rausgeschmissen. Also, erstmal habe ich was Neues entdeckt. Das muss ich natürlich für die Wissenschaft ausprobieren. Denn ich habe mir so Sachen in den Einkaufswagen gelegt und dann habe ich so eine Sache reingelegt, das war eine einzelne Dose Pringles, ne? Ja, okay. Das hat dann nicht funktioniert, weil das war so ein Pantry-Artikel. Und dann stand da, du brauchst 15 Euro Pantry, damit du das bestellen kannst. Und dann dachte ich mir, ja, probiere ich das mal aus. Vielleicht geht das ja gar nicht und das ist eine Lüge, ne? Gibt ja einen kritischen Wissenschaftler mit Sicherheit. Oder? Aber das kann man ja überprüfen. Ne, deswegen habe ich es mal geprüft. Und dann habe ich mir noch eine Packung Pringles genommen. Dann habe ich mir zwei Packungen Zwiebelringe genommen. Ja. Und ein Toffifee 48er. Ein Toffifee 48. Und das war's, glaube ich. Das war's? Wie jetzt kein Blister und nichts? Nur 48 Toffifee an Schokolade, ansonsten nur Chips? Das bereust du. Da ist das Gehäuse in zwei Tagen ja groß. Warte. Das war die Pantry-Bestellung. Ne? Also das war dann die Pantry-Bestellung. Und dann gibt's noch eine andere Bestellung. Das hat angefangen, dass ich mich ein bisschen umgeguckt habe. Und dann habe ich gesehen, es gibt von Mentos, gibt es so Schokotoffee. Die kenne ich nicht. Ne? Sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Aber das habe ich wieder rausgeschmissen. Das waren 24 Rollen. Es waren am Ende doch ein bisschen teuer auch. Und dann dachte ich mir, das ist echt unnötig. Die Rezension, also waren 4,5 Sterne. Aber gut. Die Süßigkeiten Rezensionen an. Ja, natürlich. Ja, gut, weiter. Ja, dann habe ich mir bestellt, aber trotzdem Mentos, war eine 40er, ein 40er Display von Mentos Lakritz. Du hast 40 Rollen Mentos-Lakritz gekauft. Ja, damit das mal, ne, damit komme ich vielleicht mal über einen längeren Zeitraum, so eine Woche, jeden Tag. Ich danke. Ja, aber das sind ja 40er, was soll ich denn machen? Was kostet denn eine 40er-Rolle? 13 Euro oder so. So wenig? Ja. Nie im Leben. Doch. Okay, was noch? Dann habe ich noch eine etwas größere Tüte. Ich glaube, 900 Gramm sind das. 900 Gramm was? Was? Von Riesen. Alter, 900 Gramm Riesen. Die liebe ich halt, ne? Die Riesen. Die packe ich mir, glaube ich, in eine Tiefkühltruhe. Dann kann ich davon noch nicht so viele essen. Dann muss man die so lange lutschen. Ich habe so eine 900-Gramm-Packung schon mal am Stück gegessen, also an einem Tag so. Ja, und dann haben wir noch das allerletzte. Das sind 2x200 Stück. 2x200 Stück? Ja, also ich habe mir direkt einen Doppelpack gekauft. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst und die Leute auch. Solche Lakritz-Salmiak-Kugeln. Oh, geil. Kennst du die? Weiß ich nicht. Gibt es da viele 8000 verschiedene? Nee, ich glaube aber grundsätzlich nicht. Mega geil. Ich glaube, von denen gibt es nicht so viele. Die sind so hell, also so lakritzmäßig, aber hell. Mit, weiß nicht, ob das Zucker drumherum ist oder so. So eine Kugel. Ja. Und innen drin ist dann so ein Kern, der so richtig nach Lakritz ist. Also, weißt du, du hast so diese Kugel, die lutschst du und irgendwann geht die auf und dann hast du diesen Kern aus Salmiak, ist das dann wahrscheinlich oder so. Die sind mega geil, sag ich dir. Nein, ich würde keine Magen-OP durchführen lassen. Niemals, auch wenn ich sterbe. Wieso? Ist da kritische Stimmen zu?
Ja, durchaus. Nee, ich möchte mich nicht operieren lassen. Außerdem sehe ich mein Problem nicht gelöst das mit einem Ding Magenband. Das Ding ist halt auch tatsächlich, dein Problem wäre auf keinen Fall gelöst mit einem Magenband. Richtig, deswegen. Weil bei dir ist ja ganz, ganz viel über Schokolade. Und Schokolade kannst du halt trotzdem noch fressen ohne Ende, weil die kannst du einfach lutschen. Okay. Das, ja, ja, klar. Meine Mutter hat ja zum Beispiel eine Kollegin, die hat ein Magenband bekommen. Das bringt bei der aber auch nicht wirklich was, weil die sich jetzt einfach das Ganze in Schokolade reinzieht. Die hatte halt vorher das Ding, dass sie sich am Abend auch mal 14 Schnitzel einfach so nebenbei reingefickt hat. Ja. Ja, die war todesfett, ne? Ja. Boah, was eine Traumfreude. Alter, der Pro-Controller. Mein Pro-Controller ist so dreckig, aber es gibt eine Stelle, die nicht dreckig ist, wo ich gerade sehe, man kann ja das Innenleben richtig davon sehen. An allen anderen Stellen ist es so dreckig, dass du da gar nichts sehen kannst. Ich glaube, ich mache den morgen mal richtig sauber. Das sieht ja voll cool aus. Ich hatte auch mal studiert, ja. Nicht nur einmal. Ich habe 3 Studiengänge angefangen. Drei? Ja, von dem dritten weiß er also gut wie keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, davon weiß ich nicht mal. Habe ich dir schon mal erzählt. Ich weiß 2. Archäologie und Grundschullehramt, weiß ich. Als ich Archäologie studiert habe, gab es ein Problem. Ich habe mich halt dazu entschieden, dass ich abbreche, aber ich hatte halt keine Alternative und wusste halt nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich mich halt einfach irgendwo nochmal eingeschrieben, damit ich halt erstmal nicht auf der Straße lande quasi. Okay. Und dann habe ich ein Semester lang Umwelttechnik und Ressourcenmanagement studiert. Umwelttechnik und Ressourcenmanagement! Fridays for Future hat er studiert, Alter. War nur bei ein paar Mathe-Vorlesungen und in technisches Zeichen und so für 2-3 Wochen. Und dann habe ich aufgehört. Das Studium war halt war interessant, ne? Ich hatte halt Physik, Mathematik und sowas. Aber halt, ja, technisches Zeichen war dann halt. Da war ich, glaube ich, einmal. Wenn du halt zu technisches Zeichen gehst, ne, so wie du halt in die Schule gegangen bist mit, kann ich den Kugelschreiber haben? Und du brauchst halt, ne, bei technischen Zeichen brauchst du halt Zirkel, Geodreieck, dies, das, einfach alles. Warum hattest du das nicht? Ja, weil ich keinen Bock hatte. Als ob ich mir einen Zirkel kaufe für technische Zeichen oder Millimeterpapier oder so. Ich wusste ja nicht, dass die beim ersten Mal schon anfangen. Ich wollte ja nur mal gucken. Dann saß ich da, ey. Oh, unangenehm. Das glaube ich, dass das unangenehm war. Ja, das klingt auch unangenehm. Alle um dich herum perfekt ausgestattet. Du sitzt da mit einem Kugelschreiber, den du 2 Stunden vorher geschenkt bekommen hast. Von irgendeiner Erstis Willkommensparty. Oh, herrlich, ey. Wollo, wie oft hast du studiert? Ein einziges Mal? Und es hat auch gleich funktioniert. Fragt euch natürlich, damals, was hast du denn studiert, Wollo? Mit 5 Jahren SMW. Bitches. Habe ich studiert. Habe ich mit meinem Straßenabi, konnte man das Studium anfangen. Studium Bitches. Entweder Kfz auf Lehramt oder Bitches. Und da habe ich gesagt, komm, machen wir Bitches. Ja, ist nicht schlecht, ne? Ich habe reife Damen über 50 studiert. Gut, Cornel, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt mal hier einen Cut. Ja. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.